Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe Hunger. Ich verteile kein Essen an Landstreich und für das Söldner. Das hat wir schon. Probleme erledigen sich von selbst. Was hast du für ein Problem mit den Söldnern? Ah, die Kerle gehen mir auf die Nerven. Vor allem Silvio und sein fetter Freund Bulko. Aha. Die beiden sitzen jetzt schon tagelang in ihrer Ecke und machen mir das Leben zur Hölle. Die Suppe ist zu heiß, das Fleisch ist zu zäh und so weiter und so weiter. Warum unternimmst du nichts dagegen? Du Klugscheißer, was soll ich denn machen? Mit dem Nudelholz draufhauen? Das kann ich bei den Bauern machen, aber diese miesen Kerle schlagen zurück. Wie mies, die wehren sich. Das trifft sich ganz gut, weil ich soll zumindest einem davon, nämlich Bulko, ja ohnehin Manieren beibringen. Soll ich den beiden Manieren beibringen? Mach dich nicht unglücklich, Schätzchen. Soweit ich weiß, hat Silvio eine magische Rüstung. Du kannst ihn nicht besiegen. Und was ist mit Bulko? Der Kerl ist stark wie ein Bär. Er hat bisher jeden umgehauen, der ihm oder Silvio krumm gekommen ist. Das ist kein Geheimnis. Okay, aber irgendwie muss ich das ja schaffen. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Darf ich hier drin sein? Da sieht so aus. Da hat niemand was dagegen. Allerdings werde ich wahrscheinlich von den Truhen erstmal die Finger lassen. Ist das eine Karte? Keine Ahnung. Gut, ich schätze mal, gegen die Typen habe ich halt irgendwie keine Chance. Deswegen würde ich mich mal umschauen, ob ich nicht irgendwo Verstärkung kriegen kann. Und da ich ja Lee zum Beispiel aus dem ersten Teil noch kenne, dachte ich mir, ich schaue mich mal noch ein bisschen um. Vielleicht treffe ich auch noch ein paar andere Leute. Was rauchst du da? Willst du mal ziehen? Noch ein paar andere Leute, die mir helfen. Zum Beispiel der da. Klar. Und jetzt sind wir beste Freunde, weil wir haben zusammen die Friedenspfeife gebaut. Nicht schlecht, was? Wo hast du das Zeug her? Das hätte ich dir vorher sagen, dass sich daran was ändert. Das hätte doch besser wissen müssen. Ja, wo hast du es her? Immer wieder das Gleiche. Ich hab so meine Quellen. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Zurzeit nicht. Ich will mich den Söldnern anschließen. Hast du was dagegen? Mir egal. Also ich glaube, der steht auf jeden Fall schon auf der Liste derer, die nichts dagegen haben, dass ich mitmache bei den Söldnern. Soll mir recht sein. Hey, ich wundere mich über gar nichts. Nein, du kämpfst mir auch nicht gegen die Typen von Silvio. Wie sieht's mit dir aus? Hey, kannst du mir prügeln helfen? Nein, kannst du nicht. Ich glaube nicht, dass ich daran was. Schade, schade, schade. Hey, Wolf, den kenne ich doch. Alles klar? Hey, ich kenne dich. Aus der Kolonie. Genau. Was willst du hier? Ich will mitmachen. Ich bin gekommen, um mich euch anzuschließen. Warum nicht? Hab nichts dagegen. Hast immerhin damals unsere Mine von den Gardisten befreit. Aber rechne bloß nicht damit, dass du bei den meisten anderen hier so einfach landen kannst. Es sind viele neue dazugekommen seit damals. Und einige der alten Söldner werden sich nicht an dich erinnern. Hätte dich auch fast nicht erkannt. Siehst ziemlich abgemagert aus. Als die Barriere eingestürzt ist, hätte es mich fast erwischt. Hast du ja nochmal Glück gehabt. Willst du sagen, ich war damals dick? Hast du was zu verkaufen? Ach, frag nicht. Bennett, einer von den Neuen, kümmert sich jetzt um die Waffen und Rüstungen. In der Kolonie war ich noch verantwortlich für Lees gesamtes Waffenlager. Und dann kommt so ein gelernter Schmied daher und zack, bin ich meinen Job los. Ich brauche unbedingt eine neue Aufgabe. Und wenn ich bloß auf die Bauernhöfe draußen aufpassen müsste, ist mir egal. Hauptsache, ich sitze hier nicht mehr rum. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir ein paar Tricks im Umgang mit dem Bogen zeigen, wenn du willst. Hab sowieso zurzeit nichts Besseres vor. Nee, danke. Will ich nicht. Aber er könnte jetzt ja mal in der Stadt versuchen. Schon mal in der Stadt versucht, eine Arbeit zu finden? In der Stadt? Keine 1000 Pferde bringen mich dahin. Oder glaubst du etwa, ich würde dort als Milizsoldat arbeiten wollen? Ich stelle mich mir gerade in dieser Hofschranzenuniform vor. Und dann dieser Gehorsamswahn. Nee, lass mal. Hier auf dem Hof habe ich zwar gerade nichts zu tun, aber ich kann wenigstens machen, was ich will. Du kannst nichts tun, wenn du nichts tun willst. Und? Schon eine neue Aufgabe gefunden? Bis jetzt noch nicht. Sag mir Bescheid, wenn du einen Job für mich hast. Ja, ich habe einen Job für dich. Bulko und ein paar andere von Silvios Jungs zu verprügeln.
und es so aussehen lassen, als wäre ich es gewesen. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Habe ich mit Rod schon gesprochen? Ich glaube ja. Hey. Oder? Ach so, genau. Ob ich seine Waffe tragen kann, ist da die Frage. Ich weiß nicht, ob ich dafür stark genug bin. Wahrscheinlich nicht mit nur 25 Stärke. Vielleicht imponiert es ihm ja schon, wenn ich es einfach nur versuche. Das werde ich mal als letztes versuchen, wenn ich jetzt hier nicht erfolgreich bin. Was willst du von mir? Ey, Junge, wir kennen dich doch. Wir kennen uns doch. Ich will mich den Söldnern anschließen. So? Und warum glaubst du, sollte ich wohl dafür sein, dass du hier aufgenommen wirst? Weil ich die Barriere zum Einsturz gebracht habe? Stell mich auf die Probe. Hat Lee dich zu mir geschickt? Nein. Was quatschst du mich dann voll? Mann! Und der andere sagt, die hier sind nicht obrigkeitsgläubig, ne? Hey, du! Der ist gerannt, als ob Bilja selbst. Wie steht's? Die Miliz hat uns lange genug schikaniert. Jetzt, wo die Söldner auf unserer Seite sind, werden sie sich nicht mehr trauen, hier einfach so aufzukreuzen. Der König glaubt wohl, er kann sich alles erlauben, aber jetzt ist Schluss damit. Jetzt ist Schluss damit. In der Stadt ist von Bauernaufstand die Rede. Unsinn. Wir machen nichts, außer das, wofür wir hart gearbeitet haben, zu verteidigen. Es ist doch so. Der Krieg wird auf dem Rücken der Bauern ausgetragen. Aber Ona ist nicht mehr bereit zuzusehen, wie der König uns ausblutet. Klingt eigentlich fair für mich, dass ihr das oder dass sie das verteidigen, was ihr gehört. Kann ich mich hier irgendwo ausruhen? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh in die Scheune. Aber leg dich nicht aus Versehen in das Bett eines Söldners. Ich habe mir das schon gedacht. Ona sorgt zwar dafür, dass sie uns Bauern in Ruhe lassen. Aber mit Fremden, die nicht zum Hof gehören, machen die Söldner, was sie wollen. Ja, das ist gut zu wissen. Danke für die Warnung. Und weil es gerade regnet, bin ich gerade versucht, es einfach mal zu tun, da reinzugehen. Ist hier noch ein Eingang da hinten? Das ist doch nee. Alles mal geredet. Obrigkeitsgläubigkeit, ne? Hier, wir sind voll frei und so, aber dann, ja, wenn aber Lee dich nicht schickt, dann will ich nicht mit dir reden. Tja, irgendwie ist Lee dann halt wohl doch so nah König hier. Guck mal, da ist auf dem Schrank drauf. Nö. Dumm. Hä? Da liegt doch was, oder? Ah. Was ist das denn? Ach so, das sind die Tischbeine. Das sieht ja lustig aus. Na, wie dem auch sei, ich lege mich jetzt mal für eine Runde hin. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt 5 Uhr nachmittags. Joa, bis zum nächsten Morgen, komm schon. Wird schon passen. Wer schläft denn hier alles so? Ein Bauer. Und Gunnar. Moment, den kenne ich schon. Gut, bei den Söldnern habe ich gerade irgendwie schlechte Karten, habe ich so das Gefühl. Deswegen schaue ich mich jetzt mal hier hinten noch so ein bisschen um. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen trainieren oder so. Oder irgendwas finden. Schafe! Hey, ich brauche doch ein Schaf für ins Kloster. Kann ich das ansprechen? Nee, kann ich nicht. Schade. Warte, jetzt, da gibt es doch bestimmt einen Schäfer irgendwo. Wenn hier die Schafe so rumlaufen. Schaf. Ein schwarzes Schaf. Ja, da ist ein Schäfer. Guten Tag, Herr Pippe. Hey. Was machst du hier? Schafe hüten. Und wenn es geht, allem Ärger aus dem Weg gehen. Gelingt dir nicht immer, was? Nee, vor allem nicht bei den Söldnern. Da bin ich eigentlich froh, draußen auf der Weide zu sein. Obwohl das auch sehr gefährlich sein kann. Okay, was ist denn hier so gefährlich? Was ist denn auf der Weide so gefährlich? Na, hier in der Gegend treibt sich ein kleines Rudel von Wölfen herum. In letzter Zeit sind die Mistviecher fast täglich gekommen und haben eins meiner Schafe gefressen. Vor ein paar Tagen hatte ich fast doppelt so viele Schafe. Ich mag gar nicht daran denken, was Una mit mir macht, wenn er es erfährt. Warum hast du das mit den Wölfen nicht den Söldnern gesagt? Ich dachte, die arbeiten für euch. Ja, ich weiß. Das hätte ich tun sollen. Habe ich aber nicht gemacht, verdammt nochmal. Und jetzt, wo schon so viele Schafe weg sind, habe ich Angst, es überhaupt noch jemandem zu erzählen. Mir hast du es doch gerade erzählt. Das bereue ich auch jetzt schon. Was, wenn ich die Wölfe töte? Du allein? Das glaube ich nicht. Das würde ich noch eher meinem Leithammel zutrauen. Dann eben nicht. War nur so ein Vorschlag. Ich werde mal zu den Jungs rübergehen und sehen, was die dazu sagen.
Warte doch mal. Okay, okay. Du bist der Größte und du wirst es mit 100 Wölfen gleichzeitig aufnehmen können. Kein Problem. Sie lauern meistens zwischen den Bäumen in der Nähe der Weide. Ich glaube, es waren nur 4. Nur 4. Und ich muss der Größte sein, um sie zu besiegen. Genau. So sieht's aus. Wo ist denn sein Leithammel? Der kann mir ja vielleicht aber helfen. Ich schau gerade, ich habe meine gute Waffe ausgerüstet, ich habe die Rüstung an, ich habe den Gürtel an, alles gut. Ach da, nee, Moment, das ist ein Feldräuber. Die Bäume am Rand der Weide, ja, vielen Dank auch, ne? Das ist ja zum Glück überhaupt nicht überall hier außen rum. Ach, dann fange ich halt mal hier an und kämpfe mich so im Uhrzeigersinn außen rum. Zuerst den Feldräuber hier, die Feldräuber. Bisschen weglocken, damit der andere nicht auch noch kommt. Sehr schön. Und jetzt noch den anderen. Ich meine, das sind zwar nicht die Wölfe, von denen er geredet hat, aber hey, was soll's. Da hinten ist ein Irrlicht. Was? Und ein Keiler. Mit dem Keiler lege ich mich wahrscheinlich besser nicht an, ne? Dem da hinten. Aber mich wundert das Irrlicht. Was tut das denn da? Das wüsste ich ja schon irgendwie gerne. Oder schwirrt das da einfach im Keiler rum? Ah, hier sind die Wölfe. Haben die mich schon gesehen? Sieht nicht so aus. Dann werde ich mich mal noch eben heilen. Mir fehlen noch 40 Lebenspunkte. Das sind 2 hiervon und 2 davon. Ist doch jetzt egal. Dann kriege ich halt 2 Fischsuppe weniger. Einmal speichern. Und um sicher zu gehen. Und dann werde ich mich mal mit den Wölfen hier anlegen. Ach, da kommt ja schon der erste. Ach, das sind ja junge Wölfe. Ist ja süß. Na komm her. Na komm her. Also da hättest du deinen Leithammel aber echt mit aufnehmen können, Pepe. Oder auch nicht vielleicht? Ich weiß es nicht. Dumm. Was zur Hölle? Das lief doch gerade so gut. Und vielleicht sollte ich die Wölfe nicht zu den Schafen locken. Fällt mir da gerade so auf. Ist ja vielleicht nicht so klug. Geht weg! Geht weg! Ich will da hoch! Ich will da hoch! Sehr gut. Sie haben abgelassen. Ne, sie haben nicht abgelassen. Der eine hat abgelassen, der andere ist noch da. 30, 60 Lebenspunkte. Und dann davon noch 4. Und dann müsste ich wieder voll geheilt sein. Damit sollte ich die letzten beiden aber dann locker schaffen. Na komm, wo bist du? Da hinten. Selbstverständlich ist der bei den Schafen hier jetzt die Priorität. Sehr schön. So, und noch ein Fell, das ich wahrscheinlich Boss bei teuer verkaufen kann. Oder war das nicht so? Ich glaube, es war so. Oder war das nur, wenn ich sein Lehrling bin? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich werde bestimmt wieder irgendwann in die Stadt kommen. Und dann werde ich mir mit Bosbar reden. Und die Feldersammlung behalten. Dumm. Ich folge jetzt auch mal der Blutspur nach hinten. Ich hoffe, die beiden Wolfsleichen sind noch da, damit ich die plündern kann. Würde mich jetzt ärgern, wenn die weg wären. Sieht aus, als wären die nicht mehr da. Schade. Naja, was soll's. Immerhin 2 habe ich. Und hier liegt noch ein Apfel. Yay! Das gibt noch ein bisschen Stärke mehr. Wobei ich ja jetzt, da ich Magier werde, mir das eigentlich sparen könnte, die Äpfel zu sparen. Und mir eigentlich einfach gemütlich die Stärke nehmen könnte, um mehr Schaden zu machen. Denn so hoch werde ich die Stärke eh nicht trainieren, dass sich das lohnt. Wow, ganz viele Felle. Und sogar ein Schattenläuferfell.
Also wenn da mal irgendjemand ein Schattenläuferfell von mir will, habe ich schon mal eins. Gute Sache. Das wird so einiges einfacher machen. Das ist wahrscheinlich, ich vermute, da wird es wieder so eine Quest geben wie der Ork-Axt. Dass ich die Waffe eines Orks besorgen soll. Und naja, das hier ist dann wahrscheinlich die einfache Lösung dafür, für das Schattenläuferfell. Also, das Schattenläuferfell statt der Ork-Axt, so quasi. Vielleicht ist das ja eine Aufgabe der Söldner. Zum Aufnehmen. Das kann ja sein. Schauen wir mal. Jetzt aber. Hey Pepe, ich bin der neue Leithammel. Ich habe die Wölfe besiegt. Die Wölfe sind erledigt. Du hast es geschafft? Ja. Gott sei Dank. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich es Una beibringe, dass mir die ganzen Schafe fehlen. Dieser verdammte Bulko ist an allem schuld. Bulko? Was hast du über Bulko gesagt? Er ist einer der Söldner. Es wäre eigentlich seine Aufgabe gewesen, die Weide zu bewachen. Aber stattdessen hängt er mit seinem Kumpel Silvio den ganzen Tag bei Thekla in der Küche rum. Dieser Mistkerl ist schuld, wenn ich jetzt wegen der verlorenen Schafe wochenlang keinen Lohn kriege. Ich wünschte, ich könnte ihm wenigstens dafür aufs Maul hauen. Aber gegen den hat keiner eine Chance. Der Typ ist ein Killer. Wir könnten es gemeinsam versuchen, wie wär's? Wie geht's dir und deinen Schafen? Gut. Und den Schafen auch. Das heißt, denen, die noch da sind, geht es gut. Ja, das ist klar. Ich kann bei ihm tatsächlich ein Schaf kaufen, so wie es aussieht. Das werde ich jetzt aber noch nicht tun. Ich will ja erstmal quasi fast Söldner werden. Und dann werde ich mir ein Schaf besorgen. Kord, hey, den kenne ich auch noch. Wenn du ein Problem mit den Wölfen oder Feldräubern hast, dann frag einen der jüngeren Söldner. Zu mir kannst du kommen, wenn hier die Paladine anrücken. Was? Jedes Mal, wenn einer von euch Bauern zu mir kommt, geht's darum, harmlose Tiere abzumetzeln. Ich bin keiner der Bauern. Ach, was willst du dann? Ich will Söldner werden. Ich will Söldner werden. Du siehst mir eher wie ein Kandidat für die Feldarbeit aus, Junge. Kannst du denn mit einer Waffe umgehen? Natürlich. Wie sieht's mit Einhandwaffen aus? Na klar. Naja. Und wie steht's mit Zweihändern? Ich werde bestimmt besser. Ja. Das heißt mit anderen Worten, du bist ein blutiger Anfänger. Jeder Söldner muss sich auf seine Kameraden verlassen können. Unser aller Leben hängt davon ab. Solange du nicht vernünftig mit einer Waffe umgehen kannst, bist du hier falsch. Mit einer Waffe, sagst du? Ich glaube, ab 30% zählt das als... Bring mir bei, wie man kämpft. Fortgeschritten? Ich trainiere nur Söldner oder würdige Anwärter. Hey! Kann man das dann beibringen? Ich schätze mal noch 10% und dann sollte ich gut genug sein für ihn. Ich versuche mal da reinzugehen. Wo willst du denn hin? Na, ins Haus. Ona bezahlt uns, damit wir Typen wie dich hier nicht reinlassen. Was heißt hier Typen? Ich will mit Lee reden. Was willst du von ihm? Wir sind alte Freunde. Ich will mich den Söldnern anschließen. Frisches Kanonenfutter. Dann geh mal rein. Kanonenfutter. Lee ist im rechten Flügel. Lass dir ja nicht einfallen, dich woanders rumzutreiben. Aber vor allem lass Ona in Ruhe. Er steht nicht drauf, wenn man ihn unaufgefordert anquatscht. Schon gar nicht bei Typen wie dir. Wie sie alle denken, dass sie wissen, was für ein Typ ich bin. Meine Güte. So, jetzt aber nach drinnen. Und ich glaube, Khaled, eins da hinten. Nee, Söldner. Und das da ist Lee. Sehr schön. Ich rede noch mal kurz mit Khaled, bevor ich zu Lee gehe. Alles klar bei dir? Wenn es was Wichtiges ist, rede mit Lee. Ansonsten lass mich in Ruhe. Alles klar. Gut, und... Wer zum Teufel hat dich denn hier rein? Was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst tot. Ja, ich auch. Wie kommst du denn darauf? Gorn hat mir erzählt, dass du es warst, der die Barriere zum Einsturz gebracht hat. Das war ich auch. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Mann so etwas überleben kann. Was treibt dich her? Du bist doch nicht ohne Grund hier. Gorn. Gorn hat von mir erzählt? Was ist mit ihm? Du kennst ihn doch noch, oder? Ja, klar. Klar. Er hat sich von den Paladinen schnappen lassen und ist mit einem Strafkonvoi zurück ins Minental geschickt worden. Oh, nö. Wenn der Weg zum Minental nicht mit Paladinen und Orks gepflastert wäre, wäre ich schon mit ein paar Jungs losgezogen, um ihn zu befreien. Aber so hat es keinen Sinn. Armer Teufel. Oh, das ist ja blöd. Was genau tust du hier?
Ganz einfach. Ich werde dafür sorgen, dass wir alle von dieser Insel wegkommen. Ona hat uns angeheuert, damit wir seinen Hof verteidigen. Und genau das tun wir auch. Aber unser Lohn ist mehr als nur unser Sold. Indem wir den Bauern helfen, schneiden wir die Stadt von ihrer Versorgung ab. Und je weniger die Paladine zu essen haben, umso eher werden sie zuhören, wenn ich ihnen schließlich ein Friedensangebot mache. Wie soll dein Angebot aussehen? Im Wesentlichen geht es um unsere Begnadigung und um freie Überfahrt zum Festland. Du wirst mehr erfahren, wenn es soweit ist. Okay. Ich werde noch kurz, ich werde auch gleich mit Lee weiterreden, aber das werde ich in der nächsten Folge tun. Denn jetzt ist die auch schon wieder viel zu lang. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Lee.